Weiter geht's. Wir brauchen Draht. Das läuft, das ist schön. Hier wird noch Werkzeug produziert und das ist jetzt die Gießereiabteilung für Kupfererz. Wie läuft's hier? Hier können wir das dann hin und her tauschen. Okay. Da haben wir noch Kohle. Nicht genügend Ressourcen. Nicht genügend Ressourcen. Die Sachen sind noch gesperrt. Okay. Hauptsache, es läuft. Und wir kriegen die ganzen Erze zusammen. Wie weit ist er denn jetzt hier mit Abtragen? Steinvorkommen. Das könnte sich mal ein bisschen Mühe geben hier. Oh Gott, man sieht die immer so schlecht. Du bist dabei, das ist prima. Wir haben genügend Papier. Brauchen wir noch welche von den neuen Leuten? Arbeitern? Erstmal nicht. Das heißt, wir können jetzt hier irgendein Gebäude mal updaten, sobald wir hier genug Kupferdraht haben, ja. Dann kann das hier gern losgehen. Ja, habe ich gern getan. Ja, 6. Allgemein, wie sieht's denn so aus mit unserem Kupfer? Wäre schön, wenn wir das dann nach oben tauschen könnten. Naja, wir werden ja merken, es ist nicht gerade viel. Und wir erhöhen die Produktion. Wenn man sehen könnte, was die brauchen. Ich meine, so ein Haus könnten wir updaten. Ich weiß zwar nicht, wozu das gut ist, aber ich traue mich nicht, darauf zu klicken. Wir daten mal ein so ein Haus ab. Sobald wir genügend Glas haben. Verdammt. Wir brauchen noch so eine Grube. Oh, kein Problem, die stellen wir jetzt genau dorthin. Arbeiter haben wir keine, aber darum geht's ja nicht. Wie sieht's eigentlich hier mit den Hanseln aus? Wo sind ihr gerade? Du hast Wasser gefunden. Erkundet. Ja, mal weiter. Im Tal sind wir schon. Was heißt denn Lagername? Können wir da noch einen Namen eingeben? Anscheinend ja nicht. Sei denn. Anscheinend ja doch. Man muss nur wissen, wo man hinklicken muss. Ja, gut, was können wir hier machen? Moral stärken. Arbeitsklasse, Attraktivität. Jetzt einfach Neuzugang bekommen. Ja! Keine Ahnung, was das bringt, aber ich hoffe, wenn die zurückkommen, dass wir dann da ein bisschen abgehen. Was wir brauchen, sind Leute. Ganz viele. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich hier schon erforscht habe und was nicht. Das untere müsste noch fehlen, ne? Ah ja, da fehlt Draht. Den haben wir, 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 den haben wir. Ja, sobald wir Draht haben, können wir nochmal drüber reden. Ich habe aber gerade keinen Draht. Und die 15 Glas habe ich auch nicht. Wie weit braucht er da noch? Ach, dann kann ich da noch Worker hinschicken, einen Wachturm bauen. Oh. Eine Straße bauen. Erhöht die tägliche Produktion. Ein Brunnen bauen, tägliche Wasserproduktion. Erstmal eine Straße bauen, wäre nicht schlecht. Okay, Regionverbesserung. Ah, Expansion. Ah, einen Brunnen. Ja, da bin ich dabei. Wachturm, Überwachung. Brauche ich zwei Arbeiter. Die haben wir gerade nicht. Das ist gerade ganz schlecht. Ja. Das ist mit Verlaub hier gerade wirklich sehr schlecht. Ich meine, ich würde gerne sehen, wie viel Kupfer ich habe. Das wird ja gerade nicht angezeigt. Ja, ich weiß, das Jahr war toll. Draht wird hergestellt. Herstellbar. Ja, das mit dem Kupferbahn, das funktioniert nicht ganz so. Ich kann da maximal drei drauf laufen lassen, sonst wird das nichts. Wir brauchen jetzt Sand. Da können wir aber nur zwei Leute arbeiten lassen, weil das sind die, die ich gerade abgezogen habe. Gläserei, wo kann ich denn Glas produzieren?
Wahrscheinlich hier drin, ja. Himmel, Herrgott, ihr müsst ja hier nochmal, so oft ich das sage. Dann wäre es jetzt echt gut, wenn wir hier die ganzen Steine mal abtragen, aber ihr müsstet euch jetzt mal ein bisschen beeilen hier. Ja, ich meine, wir können noch eine Grube aufbauen und so. Ja, das gilt hier fürs Layout, das muss einfach jetzt mal so sein. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann ist das nun mal durch, die Nummer. Ich kann den Stein jederzeit abreißen, dann steht ihr da und dann gibt's gar nichts mehr. Ja. Euch schicke ich jetzt nach Hause, dann haben wir wieder ein paar Leute übrig. Die können dann hier direkt rein. Ja, wir nehmen gleich fünf. So, und hier sind noch die Steine. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt hier noch so eine Schmelzhöhle, ist das ein Brennofen, ne? Das war ein Brennofen. Brennofen, Brennofen. Nicht, dass wir den falschen bauen. Gut, ja, dann ist jetzt der Stein ist jetzt weg. Tschüss. Kann ich nichts machen. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommt. Und schon ist er da. Zack. Und damit bist du quasi auch arbeitslos. Und wieder drei Leute weniger. Die wir irgendwo anstellen. Wie läuft's hier? Hier sind Steine noch im Überfluss. Eisen geht so. Also wenn wir hier noch einen zweiten aufbauen könnten, wäre ich der ganzen Sache nicht abgeneigt. Ja, stellen wir die doch erstmal hier so mit drüben hin. Dann kann das hier losgehen. Jo, mach mal. Ah, der Draht. Eigentlich müssten wir noch eine von den Dingern bauen. Damit wir hier mal vorankommen. So ein Signal wäre echt nicht schlecht. Die kommen jetzt zurück und bringen jetzt hier einfach Sachen mit. Okay. Einer bringt Wasser mit und der eine bringt irgendwas mit. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne eine Straße bauen. Und dafür brauche ich Holz. Ich habe doch alles da dafür. Ja, eigentlich rein theoretisch. Wo ist unsere Bretterproduktionsanlage? Die könnten wir wieder ein bisschen hochfahren. Haben die Leute noch ein bisschen was zu tun und läuft ja. Lehm sieht gut aus. Wir haben genügend Lehm. Kann man ja auch nicht ständig behaupten, ne? Damit haben wir automatisch auch genügend Ziegel. Freunde, wenn wir die auf 3 erstmal zurückstellen, bin ich erstmal sehr glücklich. Die sind auf 5. Wenn der jetzt hier gleich fertig ist, wenn wir nochmal kurz auf den Dings. Ja, ich hab's gemacht. Ich bin der Beste. Ich weiß. Erstmal 3 Vereinsmitglieder da reinstellen. Tal eingerichtet. Ja, das ist toll. Gut. Ach, das Ding können wir dann auch einstellen, pausieren, okay. Und wieso funktioniert das jetzt nicht? Regionale Verbesserung. Workerplace, dann kriegen wir Wasser oder was? Wir schicken mal einen Arbeiter hin. Das muss ja aber reichen. Hier gibt es eine Mine und was gibt's da? Keine Ahnung, was wir da haben. Ja, dann bauen wir halt den Wachturm. Keine Ahnung, wo wir zu dem brauchen, aber dann bauen wir halt einen Wachturm. Erstmal kommen jetzt die beiden Pappenheimer zurück und hoffentlich bringen die Leute mit. Ich glaube, wir haben kein Kupfer mehr. Das ist, da können wir jetzt auch nicht viel tun für. Es sei denn, wir finden jetzt noch irgendwo einen Minenplace. Ah, hier hinten gibt es 1, 2, 3, 4 Minen. Oder ist irgendwas Tiefgründiges, kann das sein? Ja, wenn wir die Mine hier ranstellen, was wahrscheinlich auch so geplant ist, könnte man rein theoretisch. Das machen. Und ich würde jetzt ungern diese ganzen Bäume fällen. Deswegen machen wir die Straße so außen drum. Aus Ressourcenspargründen. Und wenn wir jetzt ein paar Leute noch bekommen, dann das wäre echt schön. So, also wir haben Lehm, wir haben Sand. Damit läuft das jetzt mit der Glasproduktion. Dann können wir jetzt auch gleich hier diese Quest erfüllen. Dann läuft das. Die Barmiermühle kann gerade mal anhalten und macht jetzt Holz. Weil wir haben 5000 Papier, was sollen wir machen?
Merke also, zwei Papiermühlen sind schon durchaus eine Sache, die wir gut gebrauchen können. So, sind die Pappenheimer jetzt da oder nicht? Ich weiß das immer nicht. Provinz Heimat, ja, das ist gut. Die scheinen jetzt da zu sein. Und die Leute mitgebracht? Ich glaube ja wohl nicht. Warum habe ich jetzt dieses komische Ausrufezeichen? Warte. Achso, das ist die Benachrichtigung, dass ihr da seid. Das ist schön. Jetzt habe ich hier dieses komische Fragezeichen. Das ist echt nicht gut. Jetzt ist es weg. Gut, okay. Mit euch wieder auf die Karte. Erkundet. Okay, da hinten ist Flachland. Aber das ist ein bisschen weit weg, ne? Oh Gott. Wir können dann nur weitermachen, wenn wir Hochebene. Wir gehen jetzt erstmal an die Küste. Und du kannst nochmal da die Hochebene erforschen. Dann teilt euch jetzt mal auf. Habt zusammen die Mitte erkundet. Jetzt müsst ihr beide da alleine irgendwie durch. Okay. Erzwungene Haltbarkeit. Ja, das ist ja ganz toll. Und sobald wir genügend Draht haben, kann das hier sofort losgehen. Wir arbeiten ja dran. Ja, uns fehlt bloß gerade Kupfer. Und Leute. Wenn wir genug Leute hätten jetzt, um das Kupfer zu produzieren, dann wäre das echt schön. Was sagt die zweite Mine? Ah, wir haben zu wenig Strom. Ja, das wird schlecht. Warte mal kurz, wir arbeiten dran. Wie ist es, wenn wir hier noch ein Windkraftwerk daneben stellen? Ja, rein theoretisch, rein praktisch ist das schon ganz okay so. Dass ich hier jedes einzeln anklicken muss, irgendwie geht das garantiert. Ich bin nur zu dämlich. Hier steht nichts von mehrere bauen. Aber naja gut, bauen wir jetzt erstmal noch mehr Windkrafträder. Die stehen, die sind zuverlässig. Die laufen. Wir haben gleich wieder genügend Strom. Stellen wir doch hier noch eine Reihe hin. So. Lager ist voll, ja, das dachte ich mir. Wir sind alle Hager voll hier. Wir nichts haben, aber das haben wir. Wir können ja einen aus. Ja, wir haben ja keinen. Wie läuft's? Ihr seid fast da, okay. Brauche ich ja eigentlich diese komischen Kohldinger noch? Oder wie sieht's denn das aus in so einem Lager? Samt Gemüse sieht gut aus, Getreide sieht gut aus, wir haben von allem irgendwas da. Ich weiß zwar nicht, wozu wir das Getreide brauchen, aber wir haben zwei Farben davon da. Ja, also wenn wir irgendwas produzieren können, dann sind wir da, ne? Hauptsache steht. Wir könnten eigentlich eine Getreidefarm zurzeit abziehen. Also zumindestens. Ach nee, die sind ja beide schon auf Minimum gestellt. Das ist die Kohllauchsuppe hier. Oh, hier sind vier Leute drauf. Das können wir doch mal ein bisschen reduzieren. Ah, der Speer ist eingetroffen. Ja, die Hochebene. Fleisch und irgendwas hast du da gefunden. Das ist schön. Ja, dann geh da mal hin. Wie sieht's mit dir aus? Perfektes Timing. Sehr gut. Schön, dass ihr beide gleichzeitig ankommt. Geht da mal hin. Dann nimmst du auf dem Rückweg das andere Teil mit und dann hier ist Wald. Wald ist auch gut. Wald heißt Holz. Wie ist das jetzt hier mit der Straße? Ich will die Region gerne verbessern. Was muss ich da machen? Ja, danke. Gern geschehen. Produziere 400 Dings. Ich würde ja gern. Ah, wir haben wieder Leute.
Wir können einen ausbilden. Oh Gott, ich habe da drauf geklickt. Nein. Wie Vorräte habe ich? Ja, habe ich fehlgeschlagen. Es tut mir leid. Dass man das noch einzeln anklicken muss. Kein Wunder, dass ich hier so eine riesen Liste habe. Eine Gruppe Fremder. Ja, alle willkommen. Du musst das doch hier nicht nochmal anzeigen. Schauen wir, was wir kriegen können. Ja. Ist doch gut. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen entspannter hier voran. Glas läuft. Was sagt die Entwicklungsstufe? Nächste Abteilung. Hier gibt es Stahlträger. Strategische Turbine. Das hört sich nach Essen an. Das machen wir erstmal. Hier können wir entzogene Haltbarkeit. Zinnerz, Zinnbarren. Windkraftanlage, können wir die dann verbessern? Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass wir es irgendwie verbessern können, wenn wir Zinnbarren haben. Schneller, ich muss nach oben. Ich muss zu meiner Mine. Analysieren, analysieren. Analysieren. Das hätte man auch automatisch machen können. Ist hier sonst noch irgendwelche Ressourcen? Ja, hier gibt es noch ein bisschen Fleisch. Aber auch nur einmal. Ich meine, Essen ist jetzt ja nicht so das Problem. Also noch nicht. Wasser, Wasser, Wasser war hier drüben. Dreimal. Ah ja, da hatten wir, glaube ich, hatten wir die angeschlossen. War das der Brunnen? Nein. Das war die Dingsgrube. Okay, hier drüben sind dreimal Wasser. Ja, schon sinnvoll, wenn wir die mit anschließen. Ja, aber dreimal Wasser. Achso, so lang. Ja, wir haben's ja. Fällen wir zwar wieder einen Haufen Bäume, aber was ist denn jetzt schon wieder? Arbeitsauslastung für Sonderprojekt. Ja, das tut mir jetzt leid. Das muss jetzt aber sein. Wie läuft's? Mach mal hin. Wir haben's eilig, wir wollen wissen, was drin ist. Ist aber auch nicht ent. Ja, also Kohle ist eine ganze Menge da. Eisenerz ist, geht so. Kupfererz sind wir dabei. Hier die Superarbeiter und dann, wenn wir noch können, fünf von denen rein. Ja, Haustür, gib ihm. Immer lustig. Noch irgendwo eine Mine. Rein theoretisch. Rein praktisch haben wir eigentlich nicht die Leute dafür. Ah, das ist unser Grünzeug, das würde ich ja nicht belasten. Das wäre doch etwas viel. Na gut, dann bauen wir das Ding hier so wie geplant in der Mitte. Zack. Ja, Kupfer ist mir wichtig. Ich brauche jetzt hier, damit das hier vorangeht. Wir brauchen den da, den Draht, genau, den Draht und dann läuft das hier. So, du kannst hier noch mithelfen, die Steine wegsammeln. Steine brauchen wir zurzeit auch. Holz ist nicht so wichtig. Mach einfach die Steine mit und Eisenerz. Eisenerz ist leer oder was? Oder sag mir nicht, du kommst da nicht ganz an. Willst du mich doch wohl verarschen, da auf die 2 Meter. Na gut. Als wenn wir jetzt gerade auch Eisenerz brauchen. Keine Ahnung. Was hat das Lager? Ja, Eisenerz ist eigentlich sehr gut gefüllt. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Wenn ich wüsste, was ich bräuchte, um das Ding abzudaten. Ah, hier können wir einfach aufwerten. Okay, hier ist aber Eisen. Wir brauchen aber, ich weiß nicht, ob uns das was bringt, wenn wir das Ding jetzt updaten. Draht, das ist eine Gießerei. Okay, und jetzt?
Mach hinne. Mach hinne. Los. Schneller. Da kommt jemand angelaufen und Hämmerchen, 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 jawohl. Schneller. Entwicklung abgeschlossen. Kneipe, angemessene Mahlzeit, das hört sich gut an. Okay. Ah, jetzt können wir die Spezialisten da arbeiten lassen. Da brauchen wir weniger Leute und es ist Stimmung im Karton. Okay, das ist schön. Eine Frage, wo ist diese Gießerei? Und dann können wir nämlich die andere hier schon mal daneben setzen. Wir brauchen weniger Arbeiter und es funktioniert besser. Strategische Turbine. Keine Ahnung, wozu das Ding gut ist. Wahrscheinlich zur Stromgewinnung, aber wir bauen es erstmal. Das wäre jetzt Zyklus 5. Da hinten geht es immer noch weiter. Ich bin fasziniert. Wirklich. Einfache Mahlzeiten. Und das können wir jetzt tauschen zu angemessenen Mahlzeiten. Wie können wir denn jetzt angemessene Mahlzeiten herstellen? Lass mich raten, hier. Du bist jetzt hier die Gemüsesuppe, du bist die Pilzsuppe, du bist auch noch eine Pilz. Nee, das ist die Lauchsuppe. Ja, das ist eine Pilzsuppe. Gehe ich von aus, jedenfalls. Okay, was brauchen wir für eine angemessene Mahlzeit? Pilze, Fleisch, Gemüse, Fisch, Gemüse. Wir haben momentan Getreide. Dann gibt es. Obwohl wir auch Fleisch genug haben. Okay. Überall brauchen wir Gemüse und Getreide. Auf jeden Fall nehmen wir das mit Wasser. Dann nehmen wir das mit Fleisch. Getreide und Wasser. Und jetzt gibt es angemessene Mahlzeiten, Freunde. Für dich gibt es die auf jeden Fall erstmal schon. Jetzt aber nicht übertrieben, ne? Es sind angemessene Mahlzeiten. Das muss reichen. Wasser von den Handwerkern haben wir ja noch nicht so viele. Denen geht's gut. Instandhaltung. Was hast du denn jetzt? Ja, fangen wir an. Ja, keine Ahnung. Die Turbine wahrscheinlich. Ja, wir haben einen bekommen. Den brauchen wir zwar jetzt gerade nicht, aber wenn wir ihn brauchen, ist er da. Gut, das Ding ist jetzt gleich fertig. Ich würde den gerne umbauen. Direkt. Dann können wir unten das Ding schon mal abziehen bzw. reduzieren auf 1. Ja, so langsam kriegen wir hier noch ein kleines strategisches Layout hin. Frage ist, wie es denn hier mit den Hütten läuft. Haben wir hier noch Platz oder? Wie voll ist denn der Verein? Das sieht alles ziemlich voll aus hier. Können wir die Häuser updaten? Rein theoretisch, ja. Rein praktisch gesehen auch. Dann bauen wir doch noch ein paar Hütten. Es kann nie schaden, noch ein paar Hütten zu haben. Handel, was hast du? Brauchen wir nicht. Danke für den Handel. Die Händler sind scheiße hier in dem Spiel. Ja, ist doch wahr. So, du darüber. Du dahin. Straße können wir trotzdem nicht bauen. Küste wäre mit Fischen. Das wäre in der Nähe. Das wäre gut. Brunnen brauchen wir da erstmal nicht. Dann bauen wir erstmal das hier aus. Ich würde hier gerne eine Straße bauen. Und eine Mine. Und was ist das Fragezeichen? Keine Ahnung. Produziert jederzeit. Ja, das ist keine Ahnung, wie das hier jetzt ordentlich funktioniert. Aber ich krieg's noch raus. Okay. Der Wachturm, der braucht Leute. Wir lassen erstmal einen da stehen. Sobald wir das mit der Straße hinkriegen, können wir darüber gerne diskutieren. Und jetzt werden da draus coole Häuser, sagst du.
Interessant. Gut, wir haben jetzt die guten Mahlzeiten. Und dann futtern die die normalen Mahlzeiten nicht mehr. Naja, wir haben jetzt gerade das Problem, dass die einfachen Mahlzeiten gerade ein bisschen weg sind. Okay, ja. Mit Fisch, Gemüse und so weiter könnten wir den anschmeißen. Gemüse, ein bisschen Wasser, war alles da. Und das war jetzt hier oben der Bauerneintopf. Der Pilze braucht Gemüse. Das Gemüse ist jetzt tatsächlich etwas knapp. Das Ding braucht Strom? Wie soll das Ding keinen Strom? Achso, wir sind bei 550, der Miese an Strom. Das ist ja, das ist schlecht. Leute hier, ich brauche hier ein bisschen Gemüse. Zwar eine ganze Menge, damit wir das jetzt gleich tauschen können. Das sind die einfachen Mahlzeiten. Wieso steigen die jetzt auf einmal wieder? Hallo, hier arbeitet doch noch jemand, der noch ein paar Pilze verbraucht. Okay. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Ja, neue Regions, erfolgreich 90%. Ja, das ist. Ich möchte jetzt gerne hier mit dem Strom und so. Wir bräuchten. Wie läuft das? Das ist die Turbine. Ja, so lange könnte man rein theoretisch. Die Dinger stehen da gut. Mit viel Liebe. Kriege ich den hier noch durch? Ja, theoretisch könnte ich da sogar noch einen hinsetzen. Ja, die Gewinngewinnung, die Energiegewinnung von da ist recht gut. Der geht nicht mehr, dann nehmen wir den jetzt so. Dann würde ich auch ganz gerne hier eine Straße runter haben, einfach damit das hier nicht ganz so dämlich aussieht. Bin mir noch nicht sicher, wie weit, aber bis hier auf jeden Fall. Okay, ich weiß nicht, ob 5 Kraftwerke reichen, also Energiedinger reichen werden. Auf jeden Fall haben die hier noch immer sehr guten Strom und es wäre dumm, wenn wir den nicht nutzen würden. Die Windversorgung hier. Auch noch mehr machen. Der hat auch noch einen guten Wert. Willst du noch einen? Der hat auch einen guten Wert. Willst du noch einen? Jawohl. Willst du noch einen? Jawohl. So, ob ich will oder nicht. Hier müssen wir jetzt langsam dann. Das ist der letzte. Jetzt ist die Frage, ob wir hier mit der Straße noch um die Ecke kommen. Sieht so aus. Nein. Nein, das täuscht. Okay, das passt nicht. Das ist ärgerlich. Aber der hätte jetzt auch nicht mehr so viel Strom gehabt. Der hingegen, der sehr gut aus. Wir haben gleich wieder Strom, entspann dich. Ja, Wasserfälle, Wasserquelle. Wasserquelle ist immer gut. Wasserquelle, Mann, Junge, was wir jetzt hier alles gerade haben. Leute sind hungrig. Ja, warte, warte, warte mal ganz kurz ab. Ja, ist ja gut. Wir haben den Kohlegenerator. Das ist schön, den will ich auch gleich bauen. Jetzt entspann dich. Ich muss jetzt hier gerade mal die Leute auf die gute Mahlzeit umstellen. Zusätzlich. Gute Gesundheit der Menschen. Machen wir jetzt mal langsam. Könnte ich das jetzt hier umtauschen? Wie könnte ich das tauschen, dass er mir die angemessenen Mahlzeiten da oben? Das wäre jetzt echt gut, wenn ich das auswählen könnte. Ah! Es geht langsam voran, junger Mann. Fleisch wäre nicht so wichtig. Ich wusste doch, das geht irgendwie. Man muss nur wissen, wie. Ja, das ist die Kunst hierbei. Auf jeden Fall ist das Nahrung. Nahrung ist schon mal gut. Verbrauch 29, das ist ja nix. Wenn wir nix haben, aber Nahrung wollte noch mehr haben.
Das ist, ich könnte theoretisch, könnte ich. Mach ich aber nicht.